So, mein Name ist Art-Astrologe Leonardo und ich sitze heute über dem Horoskop von the one and only Chris Martin, Coldplay-Sänger. Und ich sag's gleich zu Beginn, normalerweise, wenn ich eine Live-Vision spreche, da ist so viel zu sagen, dass 25 Minuten ist das Mindeste. Aber ich werde hier eine Kurzversion zum Besten geben. Kurz für die Leute, die mich noch nicht kennen, ich arbeite mit vedischer Astrologie, in diesem Video auch ein bisschen mit Numerologie. So, lass uns gleich zur Sache kommen und lass uns mal das Geburtsdatum genauer untersuchen. Geboren am 2.3.1977. Dann wäre es mal 2 und 3 sind 5. Das heißt schon mal, was immer er auch im Leben machen wird, alles endet mit der 5. Weil Tag und Monat zeigen immer das Ziel im Leben an. 5 ist die Nummer des Löwen, darauf komme ich später noch zurück. Und wenn wir dann das ganze Datum zusammenrechnen, also 2 und 3 und 1 und 9 und 7 und 7, dann kommen wir irgendwann zur 29 und dann haben wir 2 und 9, haben wir 11 und dann haben wir dann zum Schluss die 2. Er geht also von einer 2 zu einer 5. In diesem Video werde ich anhand seines Horoskops und dem Tag der Geburt, also an dem Tag, wo er geboren ist, analysieren, warum er diese Art von Musik macht, beziehungsweise genau diese Art von Liebesliedern. Wir werden gemeinsam aufschlüsseln, was sich genau in seinem Innenleben, in seinem Privatleben abspielt. Was verarbeitet er als Poppoet in seinen wunderbaren Liedern? Lass uns das also hier gemeinsam ergründen, auf dass wir einen kleinen Einblick in seine Seele erhalten. Als ich feststellte, dass seine Personennummer oder seine Seelennummer die 2 ist, dann habe ich sofort gedacht, also bestimmt hatte er bereits im vorangegangenen Leben ein intensives Beziehungsleben und damit nicht fertig geworden, ist er dann in diesem Leben Chris Martin geworden. Und jetzt setzt er noch eins drauf und geht mit seiner Botschaft und seinem Ding an die Öffentlichkeit und performt seine Romance in der Öffentlichkeit. Wie komme ich da drauf? Die 2 steht immer für ich und du. Das kann man sich sofort merken, wenn du jemanden hast, dessen Geburtstag mit 2 beginnt. Das sind Menschen, die können nicht alleine leben, die brauchen wirklich den anderen. All diejenigen, deren Geburtsdatum mit 1 anfängt, die können auch für sich alleine leben. So, und wenn wir dann 2 und 3 zusammenrechnen, wie gesagt, dann kommt die 5, dann haben wir die 5 da. Die 5 steht immer für Ausdrucksstärke, für Musik, für Kunst, für Kreativität. Und jetzt kommen wir endlich zu seinem vedischen Chart. Da sehen wir nämlich auch hier der Aszendent im Löwen, im Zeichen Löwen. Der Aszendent zeigt immer die Art auf, wie jemand etwas tut. In seinem Fall ist gemäß der vedischen Astrologie seine Sonne im Wassermann und sein Mond im Krebs. Aber er kommuniziert das alles wie ein Löwe. Ja, und lass uns gleich zu dem ersten Geheimnis kommen, nämlich der Herrscherplanet des Aszendenten, die Sonne, ist im 7. Feld. Und die Sonne hier ist ein König. Gemäß der vedischen Astrologie fühlt sich der König nicht gerade sehr nach König in einem Privatzimmer. Stell dir einfach vor, du hast einen König, der bei dir ins Wohnzimmer kommt. Da bekommt er nicht so viel Fanfaren und Trompeten und keinen roten Teppich. So, die Sonne ist hier nicht so wunderbar aufgehoben, so ein bisschen dieses Ich-oder-Du-Ding. Wer ist jetzt hier der König? So, in einem Moment mag der König zum Diener werden, wenn er seinen guten Tag hat, und dann stellt er die Lady in den Mittelpunkt. Aber wie lange geht das? An irgendeinem Punkt nimmt er wieder unwahrscheinlich viel Raum ein, weil er ja diese große Persönlichkeit ist, die er nun mal ist. Er braucht diesen Raum eines Königs. Wir müssen verstehen, er kann sich an irgendeinen Punkt einfach nicht zurücknehmen. Und was dazu kommt, je älter er wird, desto mehr geht diese 5, geht diese Sonne auf. Konsequenterweise nimmt er also dann immer wieder so viel Platz in den Beziehungen ein, dass die Frau sich fragt, ja, wo bin ich jetzt? Dann sagt er, nein, nein, ich meine es ja gar nicht so, aber dann ist schon zu spät und dann ist die Dame schon weg. Er mag die besten Absichten haben, aber am Ende kommt immer das Gleiche raus. Entweder sterbe ich für dich oder du stirbst für mich.
Und lass uns gleich den zweiten Konflikt unter die Lupe nehmen. Da haben wir hier Venus Keto. Keto möchte befreien, südlicher Mondknoten. Da geht es darum, die Anhaftung, die alten Fesseln, die alten Programme von vorangegangenen Leben, Beziehungen loszulassen, aufzulösen. Wir haben verschiedene Programme gehabt. Als er dann in einem wichtigen Leben den Körper aufgegeben hat, hat er bereut. Das hätte ich so machen können. Da hätte ich für die Freiheit gehen sollen. Konsequenterweise befindet sich die Venus dann im achten Haus, Skorpionhaus. Da geht es um Loslassen, um untergründiges Verstehen, um psychologisches Verstehen in Sache Liebe. Da wird tief gedacht, tief gefühlt, starke Sexualität. Und ja, auch das ist eine erhöhte Venus, typisch für Musiker. Die steht bei 27 Grad, ist der stärkste Planet in seinem ganzen Horoskop. Das heißt, das tut er schon lange. Wir sagen in der vedischen Astrologie Old Age. Die ist in Old Age, die Venus. Er macht das schon sehr lange. Dieses Venus-Thema ist schon sehr, sehr alt. Er kennt sich damit aus. Es ist ein altes Spiel. Er regelt also hier eine Menge alten Stuff aus Ex-Beziehungen, also aus Past-Life-Beziehungen. Und interessanterweise ist hier auch noch der Chiron neben der Venus, der innere Heiler. Also da gibt es ein paar Sachen zu klären, ein paar Sachen zu heilen. Mit anderen Worten, er trifft hier ein paar Seelchen aus dem letzten Leben. Ebenfalls war er im letzten Leben die Frau und jetzt ist er der Mann und versucht, sein Interesse als Mann hier durchzusetzen, ist aber immer noch im alten Programm gefangen. Ja, er versucht sich ja hier mit der Sonne, wie ich es gerade eben diskutiert habe, zu behaupten im siebten Haus, hat das Zepter in der Hand und versucht eben auf diese Weise durchzukommen. Das ganze Thema ist zum Beispiel in seinem Song Viva la Vida drin. Da sagt er auch, ich war vorher der König und jetzt muss ich den Besen in die Hand nehmen. Wo ist der Punkt? Jetzt kommt der Nächste dran und ich bin irgendwie rausgeworfen. Ich fühle mich irgendwie nicht genug akzeptiert. Das ist die Botschaft von diesem Song. Also sein schweres Karma hat er dann noch nicht so ganz überwunden oder arbeitet also in diesem Leben noch immer da dran. Da ist so eine Mechanik drin, wo er in der Beziehung immer rausgekickt wird, rauskommt. Er wird immer wieder rausgeschmissen. Ja, und dann kommt der südliche Mondknoten Keto und sagt, weißt du, ich mache jetzt hier eine spirituelle Liebe da draus, eine spirituelle Befreiung, ich mache jetzt Kunst da draus. Und dann ballert er seine riesengroße Romantik, die im siebten Haus nicht gehört wird, raus in die Öffentlichkeit, über die Kunst. Und auch der Mond ist hier in einem Fischerhaus. Und zwar findet sich der Mond im Krebs, ein Krebszeichen, pures Gefühl, aber das findet im weit entfernten 12. Haus statt. Das 12. Haus ist ein Exil. Das ist auch wieder eine verborgene Geschichte. Aber in diesem Fischerhaus kann der Krebsmond sein volles schöpferisches Potenzial, sein endloses Potenzial ausleben. In der Kunst, in der Musik, mit Hingabe. Das ist ein Moksha-Haus. Dieses Haus hat wieder was mit Gott und mit Moksha, mit Befreiung zu tun. Man könnte hier fast von einer Art Therapie der Gefühle sprechen. Da geht es auch um Befreien der Gefühle. So, Mond ist weiblich, Venus ist weiblich und diese weiblichen Planeten sind in tiefen, unergründlichen Häusern. Das 8. Haus sind die eigenen Geheimnisse, das 12. Haus sind die spirituellen Geheimnisse oder auch die Geheimnisse Gottes. Es ist hier auch eine Liebe zu entfernten Orten. Ausland liebt er, Reisen liebt er. Das sehe ich auch hier an der Achse 3-9. Also hier, du siehst im Südosten den Ketu. Und dann im Nordwesten siehst du den Rahu. Das ist der Drachenkopf, der nördliche Mondknoten. Der liebt diese kleinen und großen Reisen. Und drittes Haus, neuntes Haus hat immer was mit Reisen zu tun. Nächstes Detail, er ist ein harter Arbeiter, er arbeitet voller Leidenschaft, ist total aktiv und zwar zeigt das der Mars im Steinbock. Da fühlt sich der Mars übrigens besonders wohl im Steinbock und das ist im 6. Haus hier im Südwesten, Jungfrauhaus, das heißt viel Arbeit, das heißt Workaholic. Er arbeitet wie ein Verrückter, macht Überstunden, hat Leidenschaft, ist spirituell interessiert, hat Musik im Blut,
Einmal ist seine Liebe zu weit weg. Manchmal ist dann wieder alles zu eng und zu nah. Er hat Sehnsucht, 12. Haus. Und zum Schluss möchte ich hier noch was zu Merkur und Jupiter sagen. Er hat dieses Merkur-Jupiter-Quadrat. Das sind so die Leute, denen schreibst du eine Mail und dann bekommst du Tonnen von Wörtern zurück. Also mindestens 5 Sätze, wenn du einen Satz an sie abgesendet hast. Er möchte viel kommunizieren. Merkur ist im 7. Haus. Er sagt es zu dir. Er ist direkt. 7. Haus, ja, da triffst du das Du. Das 7. Haus fällt in den Wassermann. So, für was steht der Wassermann? Der Wasserkrug beim Wassermann, er steht über Wissen, Meinungen. Ja, und 7. Haus über Liebe. Da tauscht er seine Meinung aus, sein Wissen aus. Jupiter ist dann im 10. Haus, die öffentliche Bühne und somit sein Erfolg. Er macht seine Worte zu einem Genuss. Weil nämlich der Jupiter im Stierzeichen ist. Da geht es um Genuss und deswegen sind auch seine Bühnen so frisch und schön. Ich habe manchmal so ein Blumenbeet bei ihm gesehen auf der Bühne. Das ist auch typisch für Stier. Ja, und er bringt das alles ins Volk. Und seine Worte haben irgendwie was auch mit Religion zu tun, sind spirituell. Und woran sehe ich das? Aufgepasst. Jupiter, woher kommt der Jupiter? Der Jupiter ist der Herrscher vom Schütze. Und jetzt gucken wir, wo fällt der Schütze rein? In das 5. Feld, in das Löwefeld. Check das hier im Südwesten. Das ist im Schützezeichen. Er bringt dieses Schützezeichen kunstvoll in das 10. Haus, das mit Karriere zu tun hat. Ja, und da geht es um die verfeinerten Künste, um Ausdruck. Nochmal, Löwehaus, man muss etwas ausdrücken hier. Und der Witz an der ganzen Sache, der Jupiter ist hier in einem ganz jungen Degree. Er steht gerade mal bei 1 Grad und das ist ein Baby-Degree. Das heißt, dass du beginnst gerade damit. Also er beginnt gerade damit, seine Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Er probiert sich noch aus. Er exponentiert. Kleiner Junge auf der Bühne, der verliebt ist. Kleiner Junge mit Flügeln, aber mit ganz, ganz großen Gefühlen. So, und das waren also ein paar Gedanken zu Chris Martin. Ich mache diese Videos natürlich auch, damit du als Zuhörer mich ein bisschen als Astrologe kennenlernst und ein Gefühl für das Produkt, das ich anbiete, nämlich Astro Audio MP3s zu bekommen. Du mal ein bisschen meinen Stil kennenlernst. Und diese MP3s kannst du erhalten, wo auch immer du in der Welt herumpendelst. Die hören die Leute dann, wenn sie Auto fahren oder einen Spaziergang machen, auf ihrem Smartphone. Ich brauche nur deine Daten, also deinen Geburtstag, deine Geburtszeit und deinen Geburtsort und dann kann ich schon eine Menge über dich sagen. Das, was ich über Chris Martin hier gesagt habe, das Interessante dabei ist ja, dass ich das hätte sagen können, als er im Kreissaal geboren ist, weil da ist der Zeitraumplan, da ist das Schicksal bereits beschlossen worden. So, ich brauche nur diese Daten und wenn du dazu Fragen hast oder direkt eine Anfrage stellen möchtest, dann bitte, hier ist die eingeblendete E-Mail, die dafür geeignet ist. So, und damit verabschiede ich mich. Bitte abonniert fleißig meinen Kanal. Falls es dir gefallen hat oder falls es euch gefallen hat, schreibt auch bitte Kommentare. Ich verbleibe, euer Art-Astrologe Leonardo. Bis zum nächsten Mal. Ciao.